So, willkommen zurück bei Shakes and Fidget. Wie ihr seht, es gab wieder Lucky Coins, aber wir haben auch viele tolle News, die ich nochmal ein bisschen aufbereiten werde, weil in den letzten Tagen gab es ja mal ein bisschen was und mittlerweile haben wir da viel mehr Informationen zu. Da komme ich gleich zu. Und vorher schauen wir nochmal kurz hier nach Festung, sammeln alles ein. Den Kampf können wir noch nicht neu starten. Und ich bin auch immer jetzt auf der Edelsteinsuche, aber ich habe bis jetzt noch keinen schwarzen gefunden. Irgendwie gab es seit gestern immer nur kleine Glücksedelsteine. Finde ich richtig toll. Also ich mache hier gerade so einen Daumen nach oben. Also das ist echt eine tolle Sache. Die kann man echt gebrauchen. Aber nur ich leider nicht. So, genau. Wir wollen uns jetzt mal kurz dem Changelog widmen. Da gehen wir mal, bevor wir hier auf den 26. kommen, nochmal kurz auf den 12. ein, weil da wurde es auch nochmal ein bisschen überarbeitet und es gab bei YouTube auch noch ein paar Fragen, ob ich da nicht ein bisschen drauf eingehen kann. Schwarze Edelsteine. Hier stand ja vorher was von hochwertigen Edelsteinen und so, das ist jetzt alles überarbeitet worden. Und jetzt haben wir auch die Informationen, die wir haben können, und das wurde auch bestätigt. Es gibt nicht mehr Informationen davon. Also vielleicht irgendein Programmierer im Dunkelkämmerchen, der hat die, aber er gibt sie nicht weiter. Weil anscheinend gibt es bei Playa nicht so Team-Meetings, wo alles ins Detail besprochen wird. Ist für die vielleicht auch nicht so wichtig, sondern eher so die Umsatzzahlen, wie viel Millionen Pilze gekauft wurden und wer den Chef den neuen Elfenbeinrückenkratzer vorbeibringen kann. Das sind da so die Themen. Also schwarze Edelsteine sind halt findbar. Das haben wir ja schon gemerkt. Das gibt es ja auch schon bei einigen. Und die Voraussetzung dafür ist, dass möglichst viele die Ritterhalle weit ausgebaut haben. Ja, das ist so eine Formulierung. Möglichst viele weit ausgebaut. Also da stecken zwei Dinge drin. Erstmal müssen es viele sein und es muss weit sein. Was sind viele? Was ist weit? Bei uns in der Gilde wurden die ja schon gefunden von dem KLN. Der selbst hat die Stufe 12, die Ritterhalle. Die habe ich auch. Ich habe sie aber noch nicht gefunden, aber ich muss auch sagen, ich habe nicht so oft gesucht, weil ich ja Ressourcen gespart habe. Und bei uns sind halt auch schon recht viele, würde ich sagen, also nach meiner Definition viele, über Stufe 11. Es kann aber auch sein, dass Stufe 10 schon reicht, weil Stufe 10 haben bei uns so wirklich schon so die Hälfte mindestens schon erreicht oder ist sogar drüber. Es sind wirklich nur noch. Oh, sogar hier unser Kleiner, der immer nur Stufe 2 letzten hat, hat auch schon seine Ritterlaufstufe 4. Es läuft. Also insgesamt haben wir jetzt auch schon 510. Aber zumindest denke ich mal, dass das so die grobe Richtlinie ist. So 10 oder höher solltet ihr sein. Und dann werden die bestimmt gefunden. Also ich denke mal, das sollte relativ hoch sein. Weil zurzeit geht es ja bis Level 20 und wenn man über die Hälfte ist, ich kann es mir nur so erklären. Weil ich habe auch mal bei uns auf dem Server bei anderen Gilden geguckt. Wir können ja noch mal kurz hier in der Ehrenhalle schauen. Also besonders so bei der Festung vor den anderen Gilden, ob da jetzt vielleicht schon einer nachgelegt hat. Ich sehe hier noch keinen schwarzen Edelstein. Nee, der ist leer. Auch nichts drin. Auch nichts. Ja, also ich habe es ja auch bei noch keinem gesehen. Also einige ja sogar noch Glücksedelsteine. Also das sieht echt. Ich gehe mal hier mit dem Pfeil durch. Nicht so aus. Wenn ich einen überblättere, schreibt es in den Comments, denn ich kann leider nicht alle neuen Items immer gleichzeitig im Blick haben. Aber ich möchte ja auch nicht das zu langatmig werden lassen. Aber so wie es aussieht, nee, also hier sind echt, wir gucken mal die Top 60 jetzt durch. Aber ich sehe jetzt hier keinen mit einem schwarzen Edelstein irgendwo. Da wieder ein leerer Platz. Jo, also, nee, war leer. Ja, also es haben ja auch hier gibt es sogar in der Festung welche, die haben noch so gut wie keine Items, wo Sockel reinpassen und sind schon so hoch. Ja. Nee, also es gibt hier immer noch echt nicht viele, die das haben. Und daher gehe ich da ganz stark davon aus, dass wir so mit die einzige Gilde sind. Wenn jemand anders was hat, gerne noch schreiben, ob ihr da andere Erkenntnisse habt. Aber ich denke mal, das wird es so sein, ab Level 10, 11, wenn da die Hälfte der Gildenmitglieder das vielleicht hat, also 25. Dann können die Schwarzen gefunden werden. Und es können auch alle gleich gefunden werden, also nicht nur die kleinen, sondern auch mittlere und große.
was natürlich die Spannbreite der Edelsteine, die gefunden werden, noch weiter erhöht und vielleicht auch die Prozente senkt. Also da weiß man ja immer noch nicht so genau, da sind ja auch im Forum, haben ja welche Statistiken gesammelt, nach welcher Präzision die Edelsteine gefunden werden. Und da kam ja auch raus, dass zum Beispiel die Edelsteine, die die Klasse primär benötigt, also bei mir werden zum Beispiel Geschicksteine öfters gefunden werden, wie jetzt die Edelsteine, die man nicht so braucht, was jetzt hier Stärke oder Intelligenz sind. Was ich auch bestätigen kann persönlich. Also ich finde auch, es gibt natürlich immer Tage, da findet man irgendwie dann drei Stück, die man nicht braucht hintereinander, aber wenn man es jetzt so langfristig betrachtet, findet man eigentlich schon Intelligenz und Stärke, ich jetzt als Kundschafter, relativ wenig. Was ich auch gut finde. Und wenn jetzt auch noch die Schwarzen dazukommen, kann ich die ja auch noch zur Not hier reinknallen und so. Das passt dann schon alles. Oh, ich sehe gerade, ich kann hier einen Dungeon-Kampf machen. Den machen wir mal schnell, aber überspringen mal, weil gewinnen wir eh nicht. So. Was hat man noch im Changelog? Genau, also Bugfix, Ritterhalle funktioniert und das waren ja so Kleinigkeiten. Denn Nutzung des Gegenangriffsfeatures sollte jetzt funktionieren. Da hatte ich ja das Problem gehabt. Da habe ich ja auch mir hier noch Gegenangriffe aufgehoben, also hier so Festungsabwehr, wo ich auf Gegenangriff klicken kann. Und wenn man das gemacht hat, dann kam ja immer Gildenkampf, also wurde die Nachricht umgeändert in Gildenkampf und es stand dann da auch ID 14 irgendwas. Also keine Ahnung, was es bedeutet. Also es hat sich halt irgendwie geändert. So, was kam noch? Genau, Ausbildungsdauer von Einheiten. Verteidigungseinheiten, hatte ich ja gesagt, hat sich verändert. Und der Ressourcengewinn bei den Festungen. Und da gibt es einen richtigen Aufschrei von Leuten, die sich da extrem beschweren drüber. Weil in der Festung das halt so ist, da werden welche jetzt im 10-Minuten-Takt angegriffen bald. Weil, also für die lohnt sich auch echt keine Festung mehr aufzubauen. Weil ich hier so gucke, hier haben wir ja schon welche. Die haben jetzt, da gibt es nichts zu holen und die haben auch keine Verteidigung. Und der hier hat zwar wieder aufgebaut und wurde auch angegriffen, aber das werden die meisten dann halt auch nicht mehr machen, weil es sich für die einfach nicht mehr rechnet. Weil dadurch, dass die Angreifer halt, egal wie viele Ressourcen da liegen, immer so, also die es sich lohnt, so 1 bis 4 Stunden der Produktionsressourcen hier kriegen, was ich ja gestern schon erzählt hatte, was im Steinbruch liegt, bauen die das halt einfach nicht mehr auf. Also das würde ich auch euch als Verteidiger einfach raten. Macht's einfach nicht. Wartet eine Weile. Also jetzt im Augenblick, denke ich mal, werdet ihr da ordentlich auf die Nuschel kriegen. Aber ihr könnt, das hat halt zwei Vorteile, die es jetzt bei der Taktik bringt für die Leute, die angegriffen werden. Erstens ist, ihr werdet oft angegriffen, was dazu führt, dass andere Leute, die euch angreifen, in der Ehrenhalle nach oben steigen. Wenn ihr selbst nicht angreift, fallt ihr in der Ehrenhalle langfristig gesehen. Also wenn man hier guckt. Hier sind zwar oft noch ein paar, also hier sind nur sehr wenig Punkte Abstand, aber von daher, wenn man denn, wenn der hier jetzt, was weiß ich, einfach mal sagt, okay, er kämpft jetzt 2 Tage lang nicht und die anderen alle kämpfen noch, die machen, was weiß ich, alle Stunde einen Kampf, sage ich einfach mal rein hypothetisch, oder machen so 20 Kämpfe am Tag, dann schaffen die jetzt hier am Tag 20 Punkte mehr und das heißt, der fällt hier jeden Tag, wenn der jetzt hier allein schon das nicht macht, wäre er an einem Tag schon hier unten gut 10 Plätze gefallen, am zweiten Tag vielleicht nochmal und so weiter und so weiter. Das wird natürlich erstmal eine Weile dauern und ja, in dem Zeitpunkt geht es ihm nicht so gut, aber langfristig sorgt es dann dafür, dann wird er nicht mehr so oft angegriffen. Und von daher ist es auch so ein Taktikelement, dass man sagt, okay, lasst die anderen kämpfen, ich kämpfe nicht, ich lasse mich erstmal fallen. Das dauert lange, ist mühselig und im Augenblick halt sehr doof. Am besten wäre, ihr würdet 2 Wochen im Urlaub fahren und sagen, okay, in der Zeit kann ich ruhig fallen. Da kämpfe ich eh nicht. Und oder ihr macht halt wirklich nur noch Kämpfe, die sich richtig lohnen. Das führt nämlich dazu, dass ihr langsamer fallt und dann könnt ihr auch öfters geplündert werden. Im Grunde ist es aber, denke ich mal, eine gute Sache, das so zu machen. Oder ihr macht es halt jetzt so, dass ihr sagt, okay, mir ist es egal, ob wie oft ich angegriffen werde, ich klicke hier regelmäßig rauf. Also das, die Leute, die oft abgefarmt werden, sollten ja wirklich im Minutentakt oder alle 5 Minuten draufklicken und die Ressourcen hier reinholen, weil sonst sind die einfach weg. Und das macht euch halt noch attraktiver. Jetzt würde ich dann hier schon wieder draufklicken, weil waren schon wieder 18 Steine, die hätte ich sonst vielleicht verloren. So einfach ist es dann. Und kann man natürlich nicht machen, wenn man nicht online ist, aber wenn man eh seine Alu runterspielt, könnte man ja nach jeder Alu auch mal kurz hier in die Festung klicken und zack, Ressourcen einsammeln. Mache ich zumindest ja auch immer. Sicher ist sicher.
Ja, das erstmal so dazu. Man kann natürlich dann auch, wenn man als jemand ist, der oft angegriffen wird, auch sagen, okay, ich baue jetzt halt meine Def nicht mehr aus. Also Schützengilde brauche ich nicht ausbauen, werde eh alle Nase lang angegriffen, Magierturm auch nicht mehr. Aber ich habe jetzt schon meine Schmiede auf Level XY und meine Kaserne ist noch auf Level 2. Von daher baue ich jetzt meine Kaserne ein bisschen aus, weil dafür habe ich noch die Ressourcen. Aber die reichen halt nicht, um Festung oder irgendwas zu bauen, was ihr halt bauen wollt. Dann baut ihr eure Kaserne aus, upgradet vielleicht eure Soldaten hier. Und dann könnt ihr euch ein paar Ressourcen wiederholen. Weil es wird auch anderen so gehen, dass denen die Def zerschossen wird und die die einfach nicht mehr aufbauen. Und da könnt ihr dann einfach mit, was weiß ich, 1, 2, 3, 4, 5 Soldaten reingehen und holt einfach Ressourcen weg, die vielleicht das 5- oder 10-fache von euren Soldaten wert sind. Und so könnt ihr auch wieder Ressourcen reinkriegen und die Ressourcen, die ihr da plündert, landen ja direkt in eurer Festung und nicht hier und können auch nicht wieder gleich abgeholt werden, sondern nur einmal am Tag, alle 24 Stunden, werden da 10% geplündert. Aber wenn ihr jetzt auch alle Stunde einen Kampf macht mit 6 Soldaten, weil dauert ja 10 Minuten, bis 6 Soldaten fertig sind, wo ihr dann vielleicht nochmal so die Produktion von, sagen wir, 2 Stunden von euren hier Holzfäller und Steinbruch reinkriegt, dann habt ihr es ja richtig, dann macht ihr trotzdem noch Plus oder zumindest nicht so viel Minus und könnt dann am Ende des Tages, wenn vielleicht euer Angriffsschutz gerade ausläuft, also 24 Stunden fast um sind, sagen, okay, jetzt habe ich genug gespart, jetzt kann ich noch irgendwas ausbauen oder der Angriffsschutz fällt gleich weg und jetzt weiß ich, okay, ich werde sowieso gleich angegriffen, dann schmeiße ich die Ressourcen nochmal raus und baue dann vielleicht auch trotzdem mal hier meine Bogenschützen und Magier nochmal aus oder so. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Also da gibt es ja die verschiedensten Taktikmöglichkeiten. Da ist euch ja dann viel offen. Also das hier erstmal noch zu den Changelog, was hier halt zu den Festungsangriffen und so gestern noch war. Ja, das waren so die allgemeinen Sachen, wo ich halt noch ein paar Fragen von euch hatte. Und ich hoffe, das konnte euch hier so ein bisschen helfen. Und oh, warte mal, der ist ja stärker wieder. Dann greifen wir lieber den an. Und gewinnen auch. Sehr schön. So. Okay, dann legen wir hier noch. Richtig schöne Quest. Warum kommen immer gute Quests so viele aufeinander? So, was ich die letzten Tage vergessen habe, ist euch meine Kämpfe zu zeigen. Das holen wir jetzt mal nach. Heute hatte ich eine ganze Zeit lang nichts, aber dann einen richtig guten Kampf. Da habe ich den Kackihaufen, Kackihaufi oder wie der heißt, mal angegriffen. Und bin da mit 28 Kriegern rein. Und der hatte halt die 118er Mauer, wie ihr gerade gesehen hattet, 22 95er Bogenschützen und auch noch 11 Magier. Und da habe ich 25.000 Holz plus gemacht und noch über 10 oder 10.000 knapp Stein. Also das war ein richtig schöner Angriff. Ja, und dann gab es hier noch wieder Standard nur Mauer. Da habe ich auch alles plus gemacht mal. Dann habe ich den hier mal angegriffen. Ein sehr niedriger. Eigentlich den habe ich erst seit ein paar Tagen auf dem Schirm. Also von daher kriege ich auch mit, dass da Bewegungen in der Ehrenhalle sind. Also es bleibt nicht alles gleich, sondern es gibt da wirklich Veränderungen. Es kommen Leute hoch und es war richtig knapp. Also da habe ich hier wirklich 18 Leute geschickt und das war wirklich richtig knapp. Da hat der 17. den gerade noch besiegt. Holz habe ich da zwar ein bisschen oder viel Minus gemacht, aber Stein dafür 14.000 in etwa gewonnen. War auch ein schöner Kampf, aber knapp. Und ich bin noch überlegen, ob ich nächste Mal bei derselben Verteidigung ein mehr schicke. Ey, das ist echt so ein Arsch gewesen, ja? Da denkt man, okay, greife ich an. Magier. Wie viel werden wohl da sein, ey? Und dann habe ich natürlich hier, bin ich mit richtig vielen rein, habe ich 8 Stück, glaube ich, geschickt oder 9 sogar. Und im Endeffekt hätten 3 gereicht, weil die Mauer ging schon richtig leicht weg und der Magier auch noch. Aber hat sich trotzdem noch gelohnt, der Angriff. Von daher auch schön. Aber den Angriff, der war, glaube ich, noch bevor meine Festung fertig war, weil jetzt sehe ich den ganz oft und da ist ja nur noch ein 0-0. Also da kann ich jetzt nichts mehr abholen. Ja, dann hier nochmal 85er, das ist immer recht schön, da brauche ich nicht ganz so viel. Hat sich auch gelohnt. Holz ein bisschen minus, aber Stein plus. So, mal kurz hier die nächste Quest. So, das meine ich. Eben hatte ich 2 richtig gute Quests zur Auswahl, ja. Und jetzt bereue ich es, hätte ich mal lieber die 7,5 Minuten Quest genommen, hätte ich jetzt im Endeffekt noch Plus gemacht. Aber naja, das weiß man ja immer nie. Obwohl die kurze Quest halt besser war, aber naja.
So, was haben wir hier? Hier haben wir nur Holz. Also der liegt, bei dem ist ganz oft, dass ich, also heute Morgen habe ich es auch schon wieder gesehen, 40.000 Holz. Habe ich überlegt, greife ich an, greife ich nicht an. Habe ich dann zu lange überlegt, kurze Zeit später war nur noch 20.000, dann habe ich weitergeblättert. So, hier für zwei Krieger, das war richtig schön viel, was da mal rumlag. Da muss wohl gerade die 8 Stunden. Ups, was war da? Da hat ein Krieger gereicht. Aber richtig knapp. Und da gab es auch richtig viel. So, der nächste Kampf, auch einer, den ich nicht so oft im Ziel habe. Also hatte ich auch noch nicht gesehen. Gab es ein bisschen was. So, hier wieder die volle Verteidigung. Und da haben wie viel gereicht? Schauen wir mal. Das ist auch ein Magier weniger. Aber ich schicke trotzdem lieber immer 28. Also, weil ich hatte schon mal einen, da hat 26 und. Weil hier, besonders bei so viel Ressourcen, da ist es mir sonst zu knapp. Und das war ein richtig geiler Kampf, weil da hatte ich schon überlegt, den anzuschreiben und zu sagen: Danke, danke, danke. Obwohl ich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch Holz gebraucht hatte. Genau, hier mache ich halt mehr Kämpfe noch auf Holz. Also, ihr seht ja auch schon, die sind ja schon recht lange her. Hier habe ich wieder alles gewonnen. Hier vom 26. noch, aber die hatte ich so lange gespeichert und die letzten 2 Tage war einfach. Oh, sehr schön mit einem Soldaten. War einfach so viel los, da hat man halt es nicht drauf gehabt. Jetzt hier nochmal nur Holz, die zu zeigen und ich überblätter die auch immer gerne. So, hier ultra cool. Ich glaube, das war auch ein ultra cooler Kampf. Also mit einem Soldaten richtig viel abgestaubt. So, das waren die Kämpfe der Festung. Mal gucken, ob wir jetzt noch einen neuen machen können. Ja. Nee, wurde ich auch nicht angreifen, der hat die 105er schon. Ich bin jetzt echt beim Überlegen, wenn das Festungsupdate kommt, ob ich dann nicht auch meine Bogenschützen auf meine Krieger ausbaue. Weil das könnte ich mir auch fast leisten. Aber dazu später. Erstmal machen wir jetzt den Kampf hier. Und die letzten Tage habe ich ja da richtig reingeklöppelt und da habe ich jetzt einen Ruf zu verlieren. Von daher möchte ich hier wenigstens wieder in den. Nein! Nein, nein, nein! Da wäre ich ja, das war dann nicht mal die 5 Millionen, oder? Oh, peinlich. So wenig Schaden gemacht. Naja. Immer noch ein bisschen besser wie die helfende Elfe, aber die helfende Elfe, die ist auch Level. Wo haben wir sie? 316. Oh Gott, oh Gott. Naja. War trotzdem okay, wir kommen voran. Also, wenn wir hier mal reinschauen in die Gilde, wir sind jetzt schon bei 58. Genau, was mir gerade noch aufgefallen ist: Im Changelog steht hier auch über den Stall was drin, dass der Stall jetzt blinkt, wenn euer Mount ausgelaufen ist. Das finde ich echt eine super Änderung, weil, wenn das Ding jetzt hier mal alle ist, ist ja bei mir auch dieses Wochenende wieder, und man dann denkt: Ach ja, ich lege mal meine Alu wieder weiter, und dann blinkt es hier. Dann denkt man sich, es blinkt, ich klicke mal drauf. Und dann kommt man vielleicht auf die Idee, oh, ich brauche ein neues Mount. Richtig gute Änderung, super Entwickler, da habt ihr mal richtig gut Service eingebaut. Finde ich eine echt tolle Änderung. Werde ich auch mal nachher ausprobieren, also jetzt in 2 Tagen, nee, 3 Tagen und ein paar Stunden. Und dann können wir es vielleicht auch im Video uns anschauen, wie es ist, wenn es blinkt. So, werde ich mal gucken, ob ich auch alle Blinker anhab. Ja, blinken alle Nachrichten. Sollte auf jeden Fall passen. Ihr seht auch, die ganze Zeit, es kommen Flimmerkisten reingeflogen. Es lief die letzten Tage richtig gut, oder heute. Du seid gestern Abend richtig gut mit den Flimmerkisten. Ich bin auch wieder auf 8.000. Also das sums up, richtig cool. Da gibt es jetzt wieder ein paar Sponsoren. Ich möchte da jetzt auch keine nennen. Es könnte eine Handyfirma sein, die nicht die älteste und bekannteste ist oder so, sondern wo kommen die her? Kommen die aus Norwegen, England? Ja, zumindest irgendwelche anderen. Hört sich so ein bisschen an wie Odafon. Da haben zurzeit sehr viele Spots von denen. Aber wir wollen ja hier kein Name-Calling machen. So. Genau, drehen. Wir wollten jetzt am Glücksrad drehen und ich brauche noch, gab ja gerade schon mal 100.000 Steine, das fand ich schon sehr gut übrigens. Ich bräuchte noch ein bisschen Holz und ja, muss noch 4-mal Stein drehen.
Großstein, dann kann ich es mir leisten. Na, klein Holz, sehr schön. Dann kann ich mich die Bogenschützen ausbauen. Und yes, Holz, noch drei Stein, noch dreimal Stein. Pilz. Ja, Pilze sind ein bisschen gefallen durch die Aktion gestern. Da habe ich ja einige verballert. Ah, nochmal. Sehr schön. Aber die waren es mir wert. Oh, geil. Ich glaube jetzt nur noch einmal, oder? Hm? Nee, zweimal noch. Zweimal geht noch. Zweimal geht noch Stein. Anderthalb Mal geht noch. Anderthalb Mal großen Stein. Ein Gürtel. Da müssen wir erst einen Platz schaffen. Der ist ja nichts wert. Und den hier können wir auch verkaufen. Der ist auch nur 2 Millionen, nicht 2,5. Ja. So, jetzt sollten wir durchdrehen können bis zum Ende. Steinreich wollen wir sein. Ich höre lieber auf zu singen. Also ich war mal im Chor, aber da habe ich eigentlich immer nur meine Lippen bewegt. Und es gab halt auch eine Eins, wenn man im Musikchor war in der Schule. Von daher, naja, und außerdem, malen kann ich noch schlechter wie singen. Von daher war das dann die bessere Alternative. Und im Chor sind auch manchmal heiße Mädels. Von daher hat sich das schon gelohnt. Und ja, ich glaube, jetzt geht unser Glück langsam aus. Also Holz haben wir genug. Aber Stein. Also einmal müssten wir noch Steiner drehen, dann schaffe ich es auf jeden Fall heute noch. Holz. Wir brauchen aber Stein, Stein, Stein. Ach, knapp daneben. So. Drrr, Trommelwirbel. Und Erfahrung. Okay. Ja, also ist, hier der eine bei uns in der Gilde hat zwar jetzt schon geschrieben, dass bei ihm zum Beispiel Pilze erdreht wurden und Pilze nicht gut geschrieben wurden. Von daher kann es sein, dass manchmal da ein Anzeigefehler ist. Ist mir selber jetzt noch nicht aufgefallen beim Glücksrad. Aber könnt ihr ja mal drauf achten, vielleicht fällt es euch ja auf. Was ich noch machen wollte, ist heute ein Epic ins Klo werfen. Und meine erste Wahl ist das Epic hier, die Trompete. Weil da kann ich dem hier den Bogen einsetzen. Und wenn man guckt, der macht ordentlich mehr Schaden. Wir können es mal vergleichen. So, jetzt haben wir 18,3, fast 18,4 Millionen HP und 1,8 Schaden. Also wir machen na, über 10% Schaden gut, verlieren zwar ein bisschen HP und ein bisschen Glück, aber den werden wir auch auswechseln, weil ich will ja in 3 Tagen eh hier mir eine neue Waffe für meinen Main-Char erwürfeln. Im Dings. Und dann ja, für den Krieger, mal gucken, ob er die gebrauchen kann. Die macht ja auch extrem wenig Schaden. Ne, ist für den auch nicht zu gebrauchen. Der hat hier zwar eine 5er-Waffe, was er tendenziell jetzt... Okay, ist ja ein Intelligenzgegner. Von daher kommt das Ding einfach mal weg. Ist natürlich auch schade, dass der Bogen jetzt da keinen Sockel drauf hat. Aber selbst wenn ich jetzt hier so einen anderen Bogen nehme mit Sockel, wurde der... Okay, die machen hier immer 2 Schaden mehr. Hätte aber 1000 Geschick weniger. Okay, das Glück würde ihm noch was bringen. Aber selbst wenn ich hier einen Sockel reinhaue mit 450, wäre ich immer noch viel, viel weniger im Schaden. Von daher warten wir erstmal noch. Da kriege ich sowieso jetzt die Tage noch was. Und wie ihr seht, ist mein Füllstand jetzt auf 850. Das heißt, heute haben wir Donnerstag. Und morgen machen wir wieder ein Epic rein. Da muss ich mir noch aussuchen, was ich da im Kundschafter plündere. Vielleicht finde ich ja dann noch irgendwie irgendein anderes Nicht-Epic, was man dem dann geben kann, erstmal übergangsweise. Und dann passt es auch. Ja, ich schäme mich auch. Oh, GZ. Ja, wieder im Turm. Im Turm ging es auch richtig voran. Da gab es gestern noch ein richtiges Battle bei uns in der Gilde. Zwei Leute, wer war das gewesen? Hier, genau. Baldi, der hat jetzt 99 erreicht. Und der hatte sich auch mit irgendwem gebettelt. Zumindest war das eher so ein indirekter Battle. Also es waren irgendwie noch 5 Etagen vom Turm auseinander. Aber im Chat ging immer abwechselnd, hat Turm-Etage sowieso geschafft. Denn
kam hier wieder so ein, zwei GZs, dann hat der nächste wieder Turmetage geschafft. Und es waren wirklich irgendwie, weiß ich nicht, hat jeder irgendwie drei, vier Turmetagen gepackt. Das war so ein richtiges Battle von den beiden, wer schafft es jetzt hier schneller durch. Oh, hier der Einzige, der Gold gibt. Oh, haben unsere 10 Kämpfe schon geschafft. Dann können wir wirklich nur noch Gold farmen gehen. Da brauchen wir. Jo. Der reicht noch. Die anderen hier sind zu niedrig. Obwohl das ja ein recht hoher Gegner ist, den ich meistens nicht packe. Aber diesmal doch Glück gehabt. Ja, mal gucken, ob der Flimmerkasten nachher noch geht, wenn ich den anklicken will. Erstmal haben wir hier noch. Oh. Nee. So, genau. Wir haben jetzt 250.000 Stein und 3 Millionen Holz. Das heißt, ich werde. So, wie viel Stein mache ich? Ich mache 12.000. Also mache ich in den nächsten 10 Stunden nochmal 120. Dann bin ich bei 370. Naja, mal gucken, wann ich schlafen gehe. Ich bin ja noch nicht so hundertprozentig auf dem Damm, von daher gehe ich doch vielleicht ein bisschen eher schlafen. Ich bin übrigens wieder fitter. Ich höre mich zwar immer noch ein bisschen nasal an, aber es geht schon wieder und ich kann auch morgen wieder arbeiten gehen. Aber zum Glück habe ich nur eine 4-Tage-Woche und habe freitags meinen freien Tag. Als hätte man es geplant. Aber naja. Ich glaube, so im Büro wäre es trotzdem immer noch was anderes. Also, Chefin, wenn Sie zuhören, alles in Ordnung. Bin Montag wieder da und die Arbeit wird erledigt. Jo. Von daher kriegen wir das schon hin. Gut, das waren so, glaube ich, erstmal die wichtigen Sachen. Ich werde halt jetzt die Bogenschützen ausbauen, weil wenn jetzt das Update in der Festung kommt, ich gehe ganz stark davon aus, dass es heute oder morgen auf den anderen Servern rausgeht, weil eigentlich gibt es da nicht viel Bugs. Es gibt zwar viele Diskussionen über das Bellings hin, ob da noch was geändert wird. Glaube ich aber eher nicht, dass. Ich finde es ehrlich gesagt eine richtig gute Sache. Und es dauert halt einfach ein bisschen, bis sich das in der Festung einpegelt und dann ist da auch wieder, dann ziehen die Leute auch wieder ihre Verteidigung hoch, weil dann lohnt sich's auch wieder. Jo. Und deshalb bin ich halt wirklich am Überlegen, erstmal hier Bogenschützen auszubauen, dass mich die Leute nicht plündern. Das schreckt ja erstmal ab, wenn die hier 115er drin sind, dann greift hier keiner mit 105ern an. Selbst wenn die da mit zwei Leuten kommen, ist es immer noch schwer, da durchzukommen denn. Und dann werde ich mal gucken, wenn das Update da ist und sich richtig lohnt, da immer anzugreifen, werde ich auch meine Soldaten hochziehen. Weil dann kann ich zum Beispiel bei den Mauern, die ich ja sehr oft angegriffen habe, ihr habt ja gesehen, wie oft das so war, dann bräuchte ich halt nur noch halb so viel Soldaten. Das heißt, ich kann doppelt so viel Kämpfe machen. Aber das werden wir erstmal auf uns zukommen lassen und werde ich dann vielleicht morgen in dem Video schon drin haben. Und dann kann ich auch irgendwann wieder meine Ritterhalle ausbauen, aber erstmal noch ein bisschen hier die Verteidigung und dann kann ich mir auch irgendwann mal, wenn hier so 3 Tage stehen, dann mache ich mir mal Gedanken, welches Gebäude ich als nächstes baue. Ist bis jetzt alles noch sehr ungewiss. Ich werde weiterhin fleißig Edelsteine suchen, weil ich will euch endlich mal auch einen schwarzen bei mir zeigen. Eins habe ich noch vergessen, wir waren noch nicht im Singleportal. Das passiert, wenn man so viel quatscht. Den Kampf gucken wir auch noch kurz an. Wir wollen ja sehen, wie er wieder auf 100% hochgeht. Und es sieht auch gut aus. Er wird sich wohl wiederholen. Muss jetzt nur noch ein paar Mal ausweichen und darf nicht auf unter 50 fallen. Also da reichen jetzt noch 2 Crits. Okay, da war der erste, da der zweite. Aber ganz knapp. Das doch. Okay, wir haben sogar wieder 1% mehr abgezogen. Naja, wer hätte damit gerechnet? Ich nicht. Bis jetzt gab es ja immer die bunten. Und jetzt klicke ich endlich die Kiste an und sage in dem Sinne schon mal ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.